Unter den Luminar Neo-Enthusiasten wird es sich schon herumgesprochen haben. Es gibt eine neue Erweiterung, Panorama Stitching. Es ist die Erweiterung, die seit langem von Nutzern gewünscht wird. Sie wird am 20. Juli veröffentlicht und kostet 49 Euro, einzeln kaufbar. Bis dahin könnt ihr Panorama Stitching zu 39 Euro vorbestellen. Dazu gibt's weitere 10% Rabatt mit meinem Code KM10. Für also nur 35,10 Euro könnt ihr die neue Erweiterung bis 20.07. vorbestellen. Wer Luminar Neo gar noch nicht hat, erhält Panorama Stitching zum Kauf einer Lifetime-Lizenz kostenlos dazu. Wer lieber ein Abo abschließen möchte, hat im Rahmen des Pro-Plans ja ohnehin Zugriff auf alle Luminar Neo-Erweiterungen, also auch auf Panorama Stitching. Zu einem Abschluss eines Pro-Abos gibt's ein Drohnenhandbuch kostenlos als Beigabe. Ich durfte die neue Erweiterung schon testen. Allerdings stand mir dazu nur eine stark abgespeckte Beta-Version zur Verfügung, in der noch nicht alles funktionierte. Möchtet ihr einen Vorgeschmack auf Panorama-Stitching haben und erfahren, was ihr damit machen könnt, seid ihr hier genau richtig. Ich bin Klaus. Schön, dass ihr dabei seid. Fairerweise möchte ich erwähnen, dass ich jetzt auf Beispielbilder zurückgreife. Denn ich als Natur- und Makrofotograf verfüge über absolut keine Panoramaaufnahmen. Wir können in dieser Erweiterung entweder RAW-Dateien oder JPEG-Dateien zum Panorama zusammensetzen lassen. Keine Kombination dieser beiden Bilderarten. Gespeichert wird immer als TIFF und zwar hier unten im Unterordner Panorama Stitching. Ihr seht, ich habe hier schon etwas herausgesucht und da ist Wasser dabei und ein gerader Horizont. Und wenn ich diese und diese Aufnahme ansehe, dann sehe ich, dass diese Aufnahmeserie dadurch gekennzeichnet ist, dass sich der Horizont nach oben biegt. Deshalb steht dieser mittlere Leuchtturm auch gerade und der rechte ist etwas nach rechts geneigt. Und wie wir das hinkriegen, das sehen wir gleich. Zuerst ziehen wir diese Aufnahmen rüber in das Panorama-Stitching-Erweiterungsfeld. Drücke ich die drei Punkte da oben, kann ich noch verschiedene Einstellungen vornehmen. Objektivkorrektur, chromatische Aberration. Warum Geisterbilder reduzieren jetzt deaktiviert ist, weiß ich nicht. Hängt vielleicht damit zusammen, dass ich nur eine Beta-Version zur Verfügung habe. Und wir wussten vorher, da funktioniert noch nicht alles. Wir drücken auf Start. Und da haben wir die Vorschau gleich doppelt. In der Alpha-Version, die euch ab 20. Juli zur Verfügung steht, sollte das nicht mehr geschehen. Ich hoffe auch, dass die Vorschau dann etwas größer erscheint. Wir haben hier die Möglichkeit, zwischen der sphärischen Reproduktion zu wählen und einer zylindrischen, da ist es dann nur noch eins, das ist gut, einer Mercator-Projektion, einer planen, das ist in Bezug auf den Horizont vielleicht gar nicht mal so übel. Und dann wird in Zukunft noch das Fischei zur Verfügung stehen. Das klappt in der Beta-Version nicht. Da kommt bloß Quatsch raus dabei. Also bleiben wir zunächst mal in der sphärischen. Wir sehen, diese winzig kleine Vorschau erscheint in einem Fadenkreuz und ich kann das Bild nun anpacken und verziehen. Und ihr seht, was mit dem Horizont jetzt geschieht. Am Anfang war das so deutlich nach oben gewölbt und ich ziehe das jetzt ein bisschen so, dass ich das Gefühl habe, der Horizont sei gerade. Und drücke dann auf Weiter. Leider sehe ich in dieser etwas größeren Vorschau erst, ist er wirklich gerade oder ist er nicht. Wir haben diese üblichen Crop-Linien, mit der kann ich aber sehen, ist er gerade oder nicht. Nein, noch nicht ganz. Ich hätte das in der Vorschau noch ein bisschen weiter nach unten ziehen können. In der endgültigen Version für euch wird oder soll ein Autocrop-Werkzeug zur Verfügung stehen, sodass euch diese Fummelei erspart bleibt. Zusätzlich wird es selbstverständlich auch die Möglichkeit geben, manuell zu korrigieren. Ja, ich lasse das mal so stehen und bis auf den immer noch etwas nach oben gewölbten Wasserhorizont bin ich zufrieden und wir speichern es. Und da kommt es, das Ergebnis im Ordner Panorama Stitching und da ist es. Und wir sehen uns das Ganze mal in der 100% Ansicht an. Vor allen Dingen interessant für mich ist diese glatte Wasserlinie,
egal ob sie jetzt vollkommen horizontal ist oder wie in unserem Fall immer noch ein bisschen nach oben gebogen. In so mancher Anwendung sehe ich dann da in dieser Horizontlinie einen kleinen Knick, ein kleines Treppchen als Zeichen dafür, hier sind die Bilder zusammengesetzt worden, aber nicht hundertprozentig richtig. Ich sehe da nichts, ich sehe auch keine senkrechten Linien, an denen erkennbar wäre, wo die Bilder gestitcht wurden. Auch die Architektur sieht sehr gut aus. Gut, versuchen wir das Ganze noch einmal mit JPEG-Aufnahmen. Hier haben wir nun 6 JPEG-Aufnahmen, wieder mit einem Wasserhorizont, von dem wir sehen, dass er wie Kraut und Rüben durcheinander aus der freien Hand fotografiert wurde. Wir können übrigens auch Hochkant und horizontal Bilder miteinander kombinieren. Die Software schafft das. Wir ziehen jetzt diese JPEG-Aufnahmen hier rüber. Ich drücke mal wieder die 3 Punkte, da hat sich nichts verändert und wir wählen Start. Das ging jetzt sehr viel schneller als bei den RAW-Daten, was auch verständlich ist. In der Plane-Aufnahme wären durch das Verziehen der Horizont wenigstens gerade. Ich könnte es auch noch etwas hier an dieser Stelle nach oben ziehen. Ich kann es kippen, indem ich es nach rechts und links ziehe. So wäre der Horizont halbwegs gerade. Wir sehen, dass ich in der Projektion dieses etwas chaotische ohne Stativaufnahmeverhalten doch stark bemerkbar macht. Ich wähle nochmal die sphärische. Sieht auch nicht schlecht aus. Wir nehmen die mal. Nicht ganz gerade hingekriegt, aber wenigstens etwas. Es bleibt die Hoffnung, dass in der Alpha-Version von Panorama Stitching die Vorschau etwas größer wird. In dieser Größe könnte ich den Horizont besser gerade ziehen als vorher. Einmal croppen. Und wir sehen, hier ist der Horizont nicht richtig getroffen. Speichern wir das mal und sehen es uns in der 100%-Ansicht an. Eventuell sind das auch nur Wolken. Und dann kommt das Ergebnis. Und bitte wieder einmal in der 100%-Ansicht. Und zwar so, dass ich das Wasser sehe. Es sind also keine Wolken, sondern es scheint sich um eine Bucht zu handeln. Und oberhalb des Wasserhorizonts sehen wir Berge, naja, Hügel, sagen wir mal. Ja, ganz deutlich. Da ist der Dampfer. Noch ein Dampfer. Und hier zeigt sich eine Ungenauigkeit. Der Dampfer ist nämlich zum Teil zumindest doppelt zu sehen. Ihr seht, auch hier können keine Wunder erwartet werden. Und das sind jetzt keine Berge, sondern das schräg zusammensetzen. Ich weise alle Schuld von mir, denn diese Aufnahmen sind nicht von mir. Und ihr habt gesehen bei der Auswahl der Aufnahmen, es handelt sich um Chaotenaufnahmen. Aus der freien Hand gemacht, zwar seitlich richtig überschnitten, aber von der Höhe her war das einfach nur übel. Einmal nach oben gehalten, einmal nach unten gehalten und schräg. Für diese Chaos-Aufnahmeserie ist das Ergebnis aber noch gar nicht mal so schlecht. Ich hatte es mir schlimmer vorgestellt. Eine Besonderheit bei Panostitching von Luminar ist die Möglichkeit, dieses Panorama-Stitching zu kombinieren, und zwar mit HDR-Aufnahmen, von denen wir zwischen 3 und 7 in der Regel haben. Spezialisten machen da auch noch mehr. Wir können das auch noch kombinieren. Das zeige ich jetzt aber nicht. Das wird für den Anfang etwas zu kompliziert und vor allen Dingen ist es mir mit der Beta-Version nicht so hundertprozentig gelungen. Eine weitere Besonderheit ist die Möglichkeit, ein Panorama aus einem Video zu erstellen. Hier dieses Video in das Erweiterungsfeld. Hier können wir keine besonderen Einstellungen vornehmen. Ich drücke einfach auf Start. Das Video wird in dem ersten Frame, im ersten Bild angezeigt. Und wir sehen hier aufgrund dieses Ausschnittes, dieses Video insgesamt wäre zu lang. Also der Inhalt dieser Markierung könnte maximal als Panorama hergestellt werden. So, jetzt habe ich einen Moment, den ich als Anfang haben möchte. Noch ein bisschen weiter nach links, noch ein bisschen weiter. Auch so ein herrlich verwackeltes, ja, das war's. Und ich möchte also den Anfang hier haben.
und das Ende am Ende dieser Gebäude. Ich möchte also nicht den ganzen Bereich ausnutzen. Das würde schon reichen. Und wir klicken auf Weiter. Das war's schon. Da haben wir sie, die Vorschau. Genauso im Fadenkreuz wie vorher mit der Möglichkeit, sie zu verziehen. Das werde ich auch tun, aber nur ein ganz kleines bisschen. Das war schon zu viel. So, ja, das soll es gewesen sein. Einmal wieder etwas zuschneiden. Da rechts wollte ich eigentlich gar nicht so viel dabei haben. Das können wir jetzt wunderbar. Na, ich hätte gern den Pfeil. Nein, keinen Dreher. Da ist er. Und wir kloppen das Ganze. Ein super Panorama. Und auch hier in der 100%-Ansicht. Hier die zwei Gestalten da links, die wollte ich unbedingt mit dabei haben. Den großen Feldherrn. So habe ich mir das vorgestellt. Panorama Stitching ist kostenlos beim Kauf einer Lifetime-Lizenz. Wer den Pro-Plan als Abo abschließt, hat ohnehin Zugriff auf alle Luminar Neo-Erweiterungen, also auch auf die neue, das Panorama Stitching. Zum Pro-Abo gibt es ein Drohnenhandbuch kostenlos dazu. Panorama Stitching ist einzeln kaufbar, wird am 20. Juli ausgeliefert und kostet 49 Euro. Bis zu diesem Termin könnt ihr es für 39 Euro vorbestellen. In jedem Fall spart ihr weitere 10% mit meinem Rabattcode. Über diesen Link könnt ihr euch in der Sammlung all meiner Luminar Neo Videos umsehen. Abonniert ihr meinen Kanal, vergesst bitte nicht dabei auch die Glocke zu aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video von mir erscheint. Bis dahin, macht's gut und tschüss.